Herzlich willkommen, damit dann zur 36. Folge von Cyberpunk. Stecken immer noch in der Haut von schon die Silber. Fahrstuhl, schnell! Wenn wir mit denen fertig sind, werden nicht mal ihre Mütter sie wieder erkennen. Dauert das noch länger? Am Haufen Ärger. Unten werden noch mehr sein. Du verschwendest meine Zeit. Du verschwendest meine Zeit. Wir parken draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst ihn nicht? Die sind... Bleib in der... Wie gesagt, dass man eben gut ist. Fahr. Versager-Agenten, wenn sie uns hier erwischen. Wir haben jemanden am Arsch. Versager, Amy! Dürfen wir uns nicht erwischen! Verschwendet von uns! Unser Wagen brennt auch schon leicht. Und jetzt? Wir müssen die loswerden. Nächste rechts, los! Kommst du zurecht? Ich glaube, die haben wir abgeschüttelt. Ich halte an, dann unterhalten wir uns. Was jetzt? Also dann, wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower, haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Yep, wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Wir spielen einen Gig. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Verschwendest meine Zeit. Noch sind uns keine Zahlen zur genauen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporter-Team ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Du nimmst alles auf? Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Thompson, kennst du ihn gut? Nein, warum? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Du verschwendest meine Zeit. Was? Pech.
Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Da sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Und die Familienversicherung. Wir haben nicht viel Zeit. Ist nicht gerade viel. Mainframe. Wir müssen den Mainframe finden. Jetzt konzentrier dich. Show me what you got. Diesen Revolver. Na, kommt schon. Brauchen wir einen scheiß Panzer. Hat jemand eine zündende Idee? Lass mich mal. Ach, du Scheißteil! Versuch's hiermit. Ja, jetzt verstehe ich, warum wir ihn dabei haben. 3, 2, 1. Wir kommen. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Alt? Alt. Tu mir das nicht an. Alt. Komm schon, tu das nicht. Weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Dieser Spruch ist immer lustig. Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Den Leuten die Wahrheit zeigen. Ändert nichts. Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Ja. Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Alte 4. Also, raus damit, bevor du platzt. Weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Also ist Thompson geworden? Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Arschgeier. Du verschwendest Arschgeier. Meine Zeit. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat,
War das für den das Sahnehäubchen obendrauf? Fuck. Hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Du hast mir das Ganze mit Alt nie erzählt, nicht mit dem Ansatz. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass ihr ein Paar wart? Dass sie Soulkiller geschrieben hat? Dass sie tot ist? Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist? Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Blödsinn. Laber kein Scheiß. Hab schon zu viele Storys gehört, in denen Runner sich ins Net Nimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Wann hast du es herausgefunden? Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Wieso? Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse. Weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Was hast du getan? Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Und Rogue ist mit dir mitgekommen wieder? Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt, sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versucht bekam. Andere Zeiten, Junge. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie "Lass Arasaka ficken" brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Nidrush könnte Alt bereits aufgespürt haben. Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Voodoo Boys glauben, Alt ist hinter der Black Wall. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit, durchzubrechen, um mit Alt zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Als Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Emotion gab's da echt eine Menge. In welchem Zustand ist das Konstrukt? In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Hat's geklappt? Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engramm ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Noch tiefer? Jenseits gibt es keine Grenzen. Fuck. Jenseits der Blackboard. Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie die Firewall. Wird die erste sein. Du weißt also nicht, was auf der anderen Seite wartet? Also, du
weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Entferne das Konstrukt, bevor du die Blackfolie überquerst. Hab mein Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Joes Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Hätte ich mir denken können. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen, oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Na gut, ich habe ja keine Wahl. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Das ist wie abgefahren, das aussieht. Wie komme ich auf die andere Seite? Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Ich bin auf der anderen Seite jetzt. Alt, bist du hier? Alt? Johnny. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Alt? Was war das denn? Sind wieder im Arasaga-Tower. Wir reden hier. Wie? Lass mich das einfach regeln. Johnny. Du bist für mich durch die Black Wall gekommen. Das heißt, alles ist okay zwischen uns? Ich habe deinen Engram-Code erkannt. Aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka-Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt? Das ist Wie. Du musst dir das Leben retten. Was hast du mit Brigitte getan? Mit Bridget? Was hast du mit Brigitte gemacht? Brigitte. Lebt sie noch? Ja. Aber sie wird gerade nicht gebraucht. Was willst du? Das Relikt bringt mich um. Dieser Chip, der Relikt bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Das war nicht Johnnys Schuld. Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch, ich habe seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Könnt ihr das wann anders ausdiskutieren? Kann das Drama hier nicht warten? Keine Ahnung, was ich von der KI erwartet habe. Aber sicher keinen digitalen Beziehungskrach. Das ist gerade nicht hilfreich. Macht's aber auch nicht schlimmer. Okay, du bist sauer auf Johnny, aber was ist mit dir? Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologie. Was, du hast Soulkiller erschaffen? Was? Aber es ist deine Tech. Du hast Soulkiller erschaffen.
Mein Programm. Wenig mit dem gemeinsam, was Arasaka daraus gemacht hat. Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst wie. Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht alleine in Mikoshi einbrechen. Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen Sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Wie maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Netzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in dein Körper ein. Du bringst mich um mich zu retten. Also rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt, aber Soulka tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in ihren Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also wir haben einen Plan. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das war hinter das Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Naja, Johnny übertreibt manchmal ein wenig. Johnny beschönigt gerne. Falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust. Und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln. Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein. Sind wir uns einig? Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse. Über die wir sicher kommunizieren können. Die Voodoo Boys, was ist mit denen? Sie werden euch unpassieren lassen. Das war unser Deal. Abgefahren. Also überlebt. Ich bin mal gespannt, was mit eurem Deal läuft. Bin mal echt gespannt, wie euer Deal mit Alt läuft. Wird nicht leicht sein, sie zu verarschen. Und ihr seid ja unfähig, die Wahrheit zu sagen. Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Ich habe noch eine Rechnung mit dir offen. Die anderen Ragnons kamen dazu nie. Aber ich werd's auskosten. Das reicht. Alt kann ich in ihrem Reich beschützen. Aber nicht hier. Ich brauche ihre Hilfe nicht. Ich brauche ihre Hilfe nicht für... Alles noch Lügen. Diese miesen Mistkerle, ey. Ich hab mich am ersten Mal schon versucht zu töten. Ah, übel jetzt nicht richtig weiter, mein Freund. Hast du noch was? Ja, Sachen, die ich verkaufen kann.
quoi c'est un chouette? Sorti côté ou caché? Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann auch erstmal in der nächsten Folge wieder. Und somit auf Wiedersehen.